Hallo und Grüße wohl zu einer neuen Folge von Let's Build a Zoo hier bei Bild. Wir haben eine kritische Wahl zu treffen. Besser, stärker, schneller, mechanische Präparation. Sie wollen uns ein Robolöwen geben. Erhalte ein Robolöwen. Betrugtiere geben dir negative Moralpunkte. Moralische Entscheidung wählen. Plus 5 oder ablehnen. Mich würde das ja das Ganze ja doch schon mal echt interessieren. Die Frage ist, kann ich denn sowohl Moral als auch, also gute Moralpunkte, als denn auch schlechte Moralpunkte sammeln? Also negative Moralpunkte, das ist jetzt nämlich die große Frage. Ob ich für beides oder ist das immer so in der Waage? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde jetzt für den Anfang erstmal ablehnen. Ich würde gerne dann später mal mir so ein Robotier holen, wenn es denn das gibt. Später. Mal gucken, ob die Entscheidung nochmal kommt. Was haben wir hier? Wasser. Irgendein Gehege hat hier kein Wasser. Ah ja, hier. Entschuldigung, Schweinchen. Das war natürlich nicht meine Absicht jetzt hier. Einrichtung. Nee, Freizeit. Wasser. Ach, nicht Wasserpumpe. Ich bin aber auch wieder hier. Objekte hinzufügen. Wasser. Okay. So, jetzt habt ihr euer Wasser. Und ihr kriegt natürlich auch noch Bereicherung. Wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Bereicherung. Weiß ich sie immer so mit den Bällen ab. Eieiei. So, wie sieht's denn aus? Lagerraum. Ihr bekommt erstmal muss ich wieder bestellen hier. Okay. Haben wir jetzt unsere Dachse gekriegt? Da sind sie. Das würde aber bedeuten, dass jeder Zoo-Wärter ein Dings mehr bekommt. Ein Aufgabenbereich. Oder wir stellen noch einen ein. Aber als allererstes stellen wir erstmal ein. Lagerraum. Für unseren Dachs hier. Wir gehen wieder runter. 60%. Und für jeden 13 hier. Okay, Ernährung, ja. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen. Bringt auch nicht viel, ne? Ach, er ist noch unterfüttert. Okay, machen wir es so hier. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Okay. Ah, okay, da hat jemand ein Level abgekriegt, sehr schön. Und da sind unsere Dachse. Wie sieht es aus bei euch als Versorgung? Ah, wir müssen ja bestellen, ne? Genau. Wir alle oder? Ah, haben wir schon. Okay. So, wir werden noch so Werte einstellen. Parkangestellte. Ist gesperrt hier, okay. Dann suchen wir Zufriedenheit minus 2%, okay. Verwalten, rekrutieren. Wir werden jetzt mal auch das hier versuchen. Ja, Portal. Kurz gucken. Änderung übernehmen. Vielleicht kriegen wir ja ein, zwei mehr bessere. Zusammen. Und wir haben wieder Forschungspunkte hier. Schauen wir mal. Wir könnten jetzt die Brezel laden mit 7 Punkte bauen oder Verbrennungsanlage. Den Schokoautomaten. Ach nee, wir wollten noch den Infoladen. Wir nehmen den Infostand. Und
Was nehmen wir denn noch hier Schönes? Wieso bist du eigentlich so lila? Keine Ahnung, warum. Wollen wir hier den Infostand reinbauen? Wir bauen hier den Infostand rein. Läden. Ach, die tropischen Säfte haben wir ja auch noch. Ganz vergessen. So, jetzt haben wir wieder hier Geld. Wir machen immer ein bisschen weniger Einnahmen. Das ist schade. Müssen wir mal gucken, dass wir zu... Obwohl, heute haben wir wieder Gewinn gemacht. 397. 30 Leute fanden den Eintrittspreis zu hoch. Okay. Das bedeutet... Gib mir ein Schweins. Okay. Machen wir später. Erstmal machen wir hier die tropischen Säfte. Die können wir ja langsam mal woanders verteilen. Die Läden. Wie wäre es, wenn wir... weil jetzt haben wir hier so unser Essensbereich. So, Dinge zusammenbringen. Erschaffe einen Hybriden. Eine Schlange- und Wasserschwein-Hybriden oder ein Hase- und Gans-Hybriden. Schlange und Wasserschwein haben wir doch, glaube ich, schon, ne? Oder was ähnliches? Hier nehmen wir Hase und Gans. Und wo machen wir jetzt unsere tropische Saftbar hin? Wir machen das mal hier mit hin. Wir könnten es ja so hinstellen. Ein bisschen mehr Geld, 85 wieder. So, und war nicht da noch irgendwas gewesen? Nein. Doch, der Infostand. Einrichtung, Infostand, hier ist er doch. Ah, du bist so, okay. Da werden wir das so machen. Und, jetzt muss ich erstmal ganz schnell schauen hier. 3 Tage noch, okay. Was ist jetzt hier los? Hinstellen. Ich will doch eigentlich... Muss ich einen zweiten einstellen? Ich muss eigentlich keinen zweiten einstellen, oder? Nein. Einer reicht doch hoch eigentlich. So, ich wollte jetzt aber hier noch ein bisschen das hübsch machen. Steine. Machen wir das so. Und. Ja, sieht ein bisschen doof aus, oder? Krass. So. Und dann werden wir sie hier. Schöne Holzbank hinmachen. Dann werden wir hier noch wo haben wir sie denn? Beidseiten Eimer hinstellen. Hier machen wir hübsche Blümchen rein. Und ein bisschen arg groß. Kleiner Felsen. Sieht ein bisschen doof aus. Bahn, aber auch Bahn rein. Und hier können wir ja meinetwegen nochmal sowas hinstellen. So. Und schon haben wir da ein bisschen mehr. Ich muss noch Tierpflege einstellen. Wir gehen mal runter wieder auf 7. Was wollte ich denn jetzt? Genau, Tierpflege. Oh, wir haben 7 Bewerber. Ansehen. Wollen wir gleich 2 nehmen? Vorsichtshalber. Aber wir müssen langsam ein bisschen aufpassen mit dem Geld. Wir nehmen mal, wir gucken uns mal den Oscar an. Arbeitsmoral ist relativ in Ordnung. Die Ebony. Arbeitsmoral können wir vergessen.
Höflichkeit. Die Sue oder der Sue. Komm, wir geben mal den, stellen wir uns ein. Nein, wir wollen noch jemanden. Komm, wir stellen noch jemanden ein. Und die Manuela, oder? Nee. Oh, der hat eine hohe Arbeitsmoral. Aber Höflichkeit. Was machen wir denn da? Arbeitsmoral können wir vergessen hier. Oscar wäre nochmal so eine Mischung aus beidem. Celicia. Oh, die ist gut. Komm, die nehmen wir. Die kriegt auch 110 von uns. Sehr schön. Und ändern. Zack, zu. Ticketpreis. Aber es zahlen doch nicht alle. Komm, wir lassen es mal bei 7. Was war ich doch gerade? Wenig Wasser. Irgendwo denn? Schweinchen haben doch genügend Wasser. Ah, wir haben ja sehr viele Schlangen. Oder wir werden mal ein paar abgeben müssen. Vor allen Dingen gerne die Mädels. Aus einem ganz einfachen Grund. Damit das nicht zur Überpopulation kommt. So. Ja. Und schon haben wir nämlich das mit der Bereicherung wieder erledigt. Und wir müssen doch jetzt noch einstellen. Ticketpreis, nein, will ich nicht. Sind es unsere Zoo-Wärter? Angestellte, genau hier. Zone. Zack, zack. Und zack. Und Zone. Du kriegst auch zack, zack. Und zack. So, sehr gut. Ticketpreis. Nein, wir lassen es jetzt bei 7. Und muss hier ein zweiter rein. Ja, dann komm, machen wir das. Nein, das war hier. Rekrutieren. Änderung übernehmen. Okay. So, die 5000 müssen wir auch noch spenden. Und zwei U-Bahnen bauen. Die kosten aber jeweils 2000. Das ist ein bisschen arg viel, wie ich finde. Hier oben sind noch einige Leute. Haben wir nicht genügend Mülleimer? Kann das sein? Und hier ist noch wieder so ein Schwarzhändler, glaube ich. Okay. Ein Polarkrokodil. Polarokodil. Rokodil. Okay. Oh ja. Hat auch immer. Das ist eine Mischung aus Polarbär und Krokodil anscheinend. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Tiere? Ihr habt immer gehört. Chinesen. Rettung und Rettung. Wir nehmen beide mal. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Du, jene, kommst hier rein, benutzen, hoffentlich reicht der Platz. Und du, ja, das reicht ja auf alle Fälle, kommst hier rein, hoffentlich reicht der Platz. So. Hat es denn für hier schon Bewerber? Oh ja, komm, wir nehmen den.
Okay. So, 5000 spenden. Ja, die haben wir gerade nicht. Zwei U-Bahn bauen. Kohleautomaten. Und ein Schwein. Gut. So, neue Routen. Hybride haben sehr hohe Anforderungen. Wenn du null Hybride im Kurzverspeiser kreierst, könnten wir ihr Verhalten richtig studieren und noch mehr darüber lernen. Was es bedeutet, ein lebendiges Wesen zu sein. 35 Besuche am einen Tag. Hä? Okay. Erhöhte Verschmutzung und Zoo. Lokale Beamte haben im Zoo ein CO2-Überwachungssystem installiert und wir werden den Stand der Dinge im Auge behalten. Aha. Ach du Heilige, was heißt das jetzt? Oh, wir hatten hier Hunger. Hungrige Tiere. Ablehnen, den V, den Angemalten, den wollen wir nicht. Wir machen mal ein bisschen schneller. In der Hoffnung. Ja, Freunde der Nacht. Ihr kümmert euch hoffentlich um die Stachelschweine. Die sind ja eingestellt. Ah, das war sehr schön. Ich dachte gerade. Okay, alles wieder im guten Bereich. Also wieder im grünen Bereich, wollte ich eigentlich sagen. Läuft doch eigentlich gar nicht so verkehrt bis jetzt. Und sind echt einigen. Ah, jetzt hört aber auf. Einigen sind echt die Karten immer noch so teuer. Okay. Und irgendwo war doch gerade hier noch so eine Aufgabe zu sehen. War ich der Meinung? Oder auch nicht? Doch hier. Aufgaben. Haben wir was erledigt? Ah ja, doch. Sehr schön. Okay. Neue Buslinie freigeschaltet. Fabrikationsviertel. Okay. Können wir jetzt hier Transport? Ah. Wir könnten hier einen Bus ändern. Busse im Besitz, Busse im Dienst. Fahrgäste 0. Also, recht, würde es noch gar nichts bringen, den da zu holen, wie das Fabrikviertel, so wie es aussieht. Die globalen Treibhausemissionen sind gestiegen und das würde uns sicherlich zu einer unerwünschten Zukunft in der Welt führen. Würdest du meine Hand ergreifen und in unseren Bemühungen helfen, grüner zu werden? Versuche CO2 auszugleichen, indem du Bäume pflanzt. Ich glaube, du kannst das schaffen. Absorbiere 100 CO2 in einer Woche. Okay. Das ist ja mal eine Ansage. 100. Und hier haben wir unseren neuen Freund. Hier, wer bist du? Duffy. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich bei euch aus mit Platz? Ah, knapp, 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 knapp. Wir könnten, ja komm, komm, wir werden Justice, werden wir verschenken. Gib mir ein Schwein. Nein, das habe ich weggeklickt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aufgaben. Gut, schenke mir ein Tier. Wo ist Justice? Hier, auswählen. Wenden. Okay. Wir wieder mal durch. Wir schauen mal, was wir hier noch so haben. Oh. Neues Schwein. Erdmenschen, dafür bräuchten wir, glaube ich, eine bestimmte Gans, oder? Irgendwas in die Drehe. Enten. Das waren ja hier diese Gürteltiere, genau. Die Esel für irgendwas, keine Ahnung. Das ist bestimmt doch ein Stachel.
sieht's hier aus? Das sind diese Entendinger. Wie heißen die denn? Schnabeltieren, hier steht's doch. Entendinger. Auch nicht schlecht. Und wir würden für eine Gans oder was es hier ist, Kühe kriegen. Hm? Gut. Sollen wir echt die Tickets wieder an? Sollen wir echt die neuen die Tickets anziehen? Und wir haben ein neues Tier. Wir haben eine Hybrid erschaffen. Aha. Aha, 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 aha. Okay. Wo ist denn das jetzt so? Wo ist denn dieses Hybrid? Zeig's mir. Verwalten. Sammeln. Dafür bräuchten wir aber ein neues Gehege. Oder? Doch, dafür bräuchten wir ein neues Gehege. Bauen wir das? Wir bauen das. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Wir bauen so ein Gehege hier. Weil ich würde es ungern in die andere mit reinschmeißen. Könnt's ja mal. Wo bauen wir das denn hin? Hm. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber habt ihr das gerade gesehen? Wir sammeln das nachher ein. Die Bäume haben hier CO2 absorbiert. Stand gerade da. Minus 2 oder irgendwas. Funktioniert also. Es sind immer noch ein paar Leute. Verkäufer. Sind das Bewerber? Aber es sind immer noch einige, die es nicht bezahlen wollen. Warte, gucken wir nochmal. Nee, niemand. Eingesammelt. Brauchen wir echt noch einen Bus? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier in den Schnellmodus. Weil die Folge ist wieder um. Ich möchte nämlich gerne speichern. Aber geht's euch denn hier gut? Ja. Ja, ihr habt noch ein bisschen Futter. Scheint ja alles gut zu laufen. Gut. Oh, wir hätten doch einen neuen Bus kaufen müssen. Naja, aber wir haben immerhin 1700 Gewinn gemacht. Das ist ordentlich. Wir sind jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst euch gut gehen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.